Der Auftakt in den heutigen Handelstag gestaltet sich relativ ruhig. Wir haben trotzdem schon Konjunkturdaten aus Deutschland bekommen. Und aus diesen geht hervor, dass die Verbraucherstimmung in Deutschland aufgrund der anziehenden Inflation leicht gesunken ist. Die Gesellschaft für Konsumforschung GfK hat den Konsumklimaindex bekannt gegeben und dieser ist um 0,2 auf 9,8 Punkte für den Monat April gesunken. Das ist jetzt der niedrigste Stand seit November. Begründet wurde dies übrigens mit der anziehenden Inflation in Deutschland, denn dadurch hätten natürlich die Konsumenten weniger Kaufkraft und das würde sich dann auch in der Umfrage, die man hier durchführt, auswirken. So wurde zumindest bekannt gegeben. Ökonomen sagen allerdings dazu, dass dies kein Beinbruch sei. Die Konsumstimmung in Deutschland sei immer noch auf einem hohen Niveau. Außerdem hätten die Energiepreise zuletzt wieder einen Rückgang zu verzeichnen gehabt. Insofern dürfte sich der Anstieg der Inflation bald auch wieder relativieren und das würde dann der Kaufkraft wieder zugutekommen. Warten wir es einfach mal ab. Der deutsche Aktienindex zeigt sich aktuell kaum verändert, liegt so im Bereich von 11.900 Punkten. Wir schauen uns den DAX aber gleich noch mal etwas genauer an. Die Ölpreise haben sich wieder etwas erholt. Ein Fass der Sorte Brent, der Nordsee Ölsorte Brent kostet jetzt wieder etwas mehr als 50 Dollar. Gestern war der Preis ja kurzzeitig unter die 50 Dollar Marke gerutscht. Aus technischer Sicht hat das aber erst einmal gehalten. Trotzdem sei der Markt angeschlagen, sagen verschiedene Analysten. Schauen wir uns mal zwei einzelne Werte an. Beginnen im MDAX mit Rational. Der Großküchenausrüster hat vor, weitere Investitionen zu tätigen. Das geht dann zulasten der operativen Rendite. Die war zuletzt zurückgegangen, soll am unteren Ende der vorgegebenen Spanne von 26-28% für das laufende Jahr liegen. Trotzdem wird die Dividende von 7,50 Euro zuletzt auf 10 Euro angehoben, einschließlich einer 2 Euro starken Sonderdividende. Die Rational-Aktie fällt aber trotzdem um 3,1% auf 434 Euro zurück. Dann haben wir United Internet mit recht guten Zahlen. Im Herbst wurde ja die Prognose gesenkt, aber jetzt sind die Zahlen im Rahmen der Prognose ausgefallen. Der Betriebsgewinn kletterte um 11% auf 840 Millionen Euro, der Umsatz um 6% auf 3,95 Milliarden Euro. Die Dividende soll um 10 Cent auf 80 Cent angehoben werden. United Internet jetzt mit 0,5% im Plus. Unser Marktüberblick zeigt den DAX aktuell ganz genau bei 11.902 Punkten. Gerade mal mit einem Pünktchen im Minus.